Jetzt das BB-Radio Witzeduell. Wer zuerst lacht, ist am schwächsten. Härteste Duell im deutschen Radio und das ist immer gut. Jeden Mittwoch um diese Zeit. Und immer dann treten Alex und Mikey gegeneinander an im Gag erzählen. Jo. Um herauszufinden, wer denn nun der bessere von beiden ist. Jo. Wie immer haben beide 45 Sekunden Zeit, den anderen zum Lachen zu bringen. Und wer es eben schneller schafft, kriegt den Wochenpunkt. So sieht's aus. Aktueller Stand 24 zu 22 für Mikey. Oh, ich habe mir so fest vorgenommen, heute nicht zu lachen, ey. Ich habe mir so fest vorgenommen, nicht zu lachen, ey. Geht schon gut los. Ja, ja. Wollt ihr weitermachen, hochoffiziell? Wer will anfangen heute? Mir ist das egal, ich führe. Oh, egal, haben wir nicht. Na, dann fange ich an. Alex, okay. Und ich habe gleich einen riesengeilen Schüttelreiben. Der wird dich umhauen. Mann, ich sehen, das Ding ist so der Knaller. Er kennt mich. Ja, pass auf, ja. Können wir anfangen? Los geht's. Pass auf. Siehst du im Moor die Schwiegermutter winken? Wink zurück und lass sie sinken. Mein Arzt hat mir jetzt Seeluft verschrieben. Nach einem Blick in meine Brieftasche habe ich mir den Hering von Ventilator gehängt. Arzt zum Patienten. So, Sie haben also Angst vor Asiaten. Ja, panisch. Englisch, Lektion 1. Onion rings, Zwiebel ruft an. Ach komm, nee. Wie den? Nein, den hast sag du gelacht? Sag mal noch, da kommen noch welche. Du ne? hast gerade gelacht. Ja, ich habe gelacht. Mhm. Da kommen aber noch welche, oder? Na, ich hätte noch anzubieten, 2 Kinokarten bitte für den Hobbit. Nee, das ist eigentlich meine Freundin. Schatz, passe ich in die Parklücke? Du oder das Auto? Das ist ja wirklich so, Mikey, willst du noch? Ja, aber du ja schon gelacht. Also 23 Sekunden unterbieten. Oh, das war relativ schnell. Ich dachte, ich habe länger durchgehalten. Wo? Aber ich muss mal kurz hier umstellen auf Alex, dann kann es losgehen. Ja. Los geht's. So, was sitzt auf dem Baum, ist uns so richtig gut drauf? Na? Ein Huhu! Zu Hause arbeiten ist das Schlimmste. Udo, 47, Feuerwehrmann. Meine Freundin will mit mir über ein mein kindisches Verhalten reden. Aber ohne das Geheimwort kommt sie nicht in die Kissenburg. Scheiße. Hau doch ab, Mann. Der erste war schon richtig. Den Huhu fand ich also super. Ich mag ja das alberne Zeug, ja. Na, was sagt euer Gefühl? Ich glaube, das Ding hat Mikey gewonnen. Ich glaub, hat er, waren nämlich 17 Sekunden. Damit steht es 25 zu 22. Damit hat er im Grunde auch den Jahressieg. Damit habe ich 2019 gewonnen. Aber ich kann 20. Nächste Woche noch einen Ehrenpunkt holen. Ja, das stimmt. Und dafür werde ich alles geben, mein Hauptsache Freund. Hauptsache ist witzig. Ja. Das BB-Radio-Witze-Duell.